Einen wunderschönen guten Abend, liebe RLO-Gemeinde. Nicht nur, dass ihr bei unserer Division zuschauen dürft heute Abend, nein, ihr dürft sogar den Matti mal wieder kommentieren hören. Schauen wir mal, was die Pfeifen hier so drauf haben. Singapur. Mal gucken. Ich glaube, wir hatten bisher 2 von 3 Rennen, bei denen es Regen gab. Bin ich mal gespannt, ob es heute trocken bleibt oder auch noch Regen gibt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Volles Fahrerfeld, das ist natürlich immer wieder schön und gut, wie hoch die Nachfrage ist. Das wäre auch bei unserer Division ein volles Fahrerfeld bekommen. Damit die Jungs bis zur nächsten Season jeder auch sein Rennen hat, jede Woche, bis wir dann in der nächsten Season mit 4 Ligen starten. Und das alles neu eingeteilt wird. So, und jetzt schauen wir mal, das mal, wer fährt denn hier als erstes raus? Machen wir mal erstmal das Zuschauermenü. Streckenkarte. Ein rotes Auto fährt hier raus. Schauen wir doch mal, das wird doch bestimmt ein Ferrari, ist das doch. Oder? Oder ist das. Nee, das ist. Hier, der Mayo. Der Mayo, bei ihm schauen wir. Schauen wir doch als direkt mal bei dem zu. Gleich. Was haben wir denn für Pole-Zeiten? Gucke ich doch auch direkt mal, wie das aussieht. In Liga 1 hatten wir eine Pole-Zeit von 1:28.306. In Liga 2 waren wir bei 1:29.782 und in Liga 3 war es eine 1:29.708, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, gut, okay. Das werden wir mal sehen, aber ja, gut, okay, ja, gut. Alles klar, dann danke ich dir, Martin. Dann schauen wir doch mal hier. Wen haben wir denn hier als nächstes? Wer hier ganz vorne fährt? Eieieiei. Was ist das? Ja, dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal beim RLO-Papa vorbei. Also, sprich, dem Gründer dieser Liga. Beim Basti. Der erste Sektor ist sensationell, natürlich Purple. Ist ja Wahnsinn. Servus an Chaos Tim. Ja, er steht gemütlich in der Box. Da kann man mal Moin schreiben im Chat. Logisch. So. Und Sektor 2. Ja, hier ganz schön. Schwierig, die enge Passage, danach dann direkt diese Spitzkehre. Aber sieht bisher eigentlich ganz okay aus, was passiert. Ne? Der zweite Sektor ist auch sensationell, Purple. Ist ja Wahnsinn, was er für ein Speed abliefert.
Nein, Spaß. Ja, schauen wir doch mal, wo die Zeit stehen bleibt. Kommt er jetzt auf die letzte Kurve? Auch gefährlich, kann man sich auch schnell mal wegschmeißen. Und dann haben wir die erste Zeit mit einer 1:31.076. Ja, das wird voraussichtlich nicht reichen für eine Spitzenplatzierung, aber schneller als Atze ist es auf jeden Fall mal. Beim Atze bleibt stehen bei 1:35. Ja, dann schauen wir doch mal, was. Da wird bestimmt auch noch mal die Zeit etwas verbessert werden. Da haben wir doch schon mal die erste 29er Zeit. Das ist schon mal schneller als die Pole-Zeiten von Liga 2 und Liga 3. Jawohl, sorry, muss nebenbei irgendwie diese Kommentare hier lesen. Diese unqualifizierten von Kingsbox zum Beispiel. Moin Kalle, Servus. So, Lanzinho. Hä? Ach, 1:28.925. Okay, das ist ja eben von Timo. Schauen wir aber mal Lanzinho, der aktuell WM-Führende in der Division, wenn ich nicht ganz falsch bin. Oh, das war ganz schön knapp an der Wand vorbei. Ja, das sieht trotzdem ganz gut aus. Ah, da hat sich jemand Hotlap-Videos angeschaut, wenn er da im dritten um die Spitzkehre rumgeht. Na, schauen wir mal, ob der die Zeit von Timo knacken kann. Wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ja, da putzen ja langsam die Zeiten. Aber, oh, das sieht gut aus hier. Oh ja. 1:28.537, das ist jetzt erstmal die Hausmarke. Dann schauen wir doch mal beim Tropi vorbei. Der Liga Primus, der in den letzten Rennen, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwar öfter mal nicht die Pole geholt hat, aber dennoch jedes Mal in Liga 1 nach vorne gefahren ist. So, und Kollision, Atze, ja, da ist dann wohl, ja, da gehe ich mal dann davon aus, Atze, da hast du wohl einfach nicht genug Platz gemacht, das ist aber dann auch nicht super. Immer darauf achten, Leute, das ist ganz wichtig. Ihr müsst, egal wie eng die Strecke ist, ihr müsst immer darauf achten und gucken, dass ihr es hinkriegt, irgendwie Platz zu machen. Weil sonst passiert nämlich sowas. Und der arme Dextro, der ist jetzt leider, hat sich zerschossen. Und kann sich leider nicht mehr verbessern. Was macht Droppi? Droppi auf dem dritten Rang. P3 mit 1:29.0. Was haben wir denn hier? Ah, schauen wir, dem Vico schauen wir noch mal zu. Unserem hauseigenen Ikea-Schrank. Schauen wir doch mal, was er gleich so liefert. Das schauen wir doch mal. Da schauen wir doch mal ein bisschen onboard mit beim Vico. Hoppala, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin etwas müde. Beziehungsweise, ja, ich war nicht darauf vorbereitet zu kommentieren. Ich habe es nur übernommen, damit der Stream nicht ausfällt. Da hat ja jeder bei uns in der RLO verdient, dass sein Rennen übertragen wird. Deswegen habe ich gemacht, dann mache ich das mal, damit die Jungs aus unserer Division auch ihre Übertragung bekommen am Freitagabend.
So, Vico, jetzt zeig mal was, mein Freund. Hier Kurve 1. Hier vierten runter. Und dann den zweiten. Ja, das sieht doch wieder nach Vico. Vico Quali-Schulung aus. Auf jeden Fall sieht die gesamte Runde bis jetzt eigentlich relativ rund und sauber aus. Voilà. Ach ja. Kann ja mal vielleicht irgendeiner von den Leuten, die im Fahrerfeld sind und hier zuschauen, mal erwähnen, was das Wetter so angezeigt hat, was wir im Rennen dann vielleicht haben am Wetter. Und sonst jeder, der zuschaut, kann ja auch gerne mal einen Tipp raushauen, wer hier die Pole holt. Ja, Vico, 1:30.009. So, wen haben wir denn hier als nächstes? Ah, den Pete O'Brien. Den Schwiegermamas Liebling. Schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Ja, fast ein Zehntel hat er schon gefunden. Sieht auch auf jeden Fall relativ rund aus. Oh ja, schon fast eine halbe Sekunde. Das ist dann... Oh, und Timo hat seine Zeit nochmal verbessert. Ach nee, stopp. Der ist jetzt auf... Genau, ja, der war auf P2. Ja. Und bei Pi fast eine halbe Sekunde, ja, das ist so ungefähr Troppi-Niveau. Mal sehen, ob er das durchbringt noch. Ah, nee, da hat er ein bisschen verloren im letzten Sektor. Ärgerlich, ärgerlich. So, was haben wir denn, wen haben wir denn jetzt noch hier? Wen haben wir noch? Wer ist denn hier draußen? Schau doch mal hier. Der Sportfluppe, schauen wir mal zu. Beziehungsweise, nee, das ist ja ein Inlap. Ja, das ist ein Inlap. Das ist eine Inlap. So. Auch eine Inlap. Klingspox. Ah. Ist jetzt auch mal. Müssen wir dem Mayo mal Klingspox, Mayo, BRWT Jonas, den Leuten. Also der BRWT Jonas, der hat mal auf jeden Fall seine Quali-Sperre nicht beachtet, indem er eine Zeit gesetzt hat. Das ist schon mal ärgerlich. Aber dem Mayo und dem King Spox, wenn er zuhört, weil das eben erst kam, die Regel in unserem Regelberg, das ihr euch alle natürlich durchgelesen habt, besagt, Setup laden, Outlap fahren, direkt wieder in die Box und dann auf Session beenden gehen. Auch nicht stehen lassen, sondern Session beenden. Nur damit ihr alle da
ordentlich bei der Regelkunde seid. Oh, ja, und da ist ein Dreher vom Prophet, der hat eine halbe Sekunde gehabt. Ärgerlich, aber der Mann fährt ja auch komplett Sim-Rig-Einstellungen. Also, jetzt fährt er ein bisschen rückwärts und doch wieder vorwärts. Naja, gut. Klappt's, Rainer, klappt's. Kann mir dir helfen? Brainhunter, Liga 3, Primus. Die Pfeife, die mich ein Rennen nicht, kein Rennen gewinnen lässt. So, wen haben wir hier? KS. Hey, überhaupt genug Zuschauer? 9 Stück? Ist aber noch ein bisschen schwach. Es ist doch ein bisschen schwach. Wo sind denn hier Oma, Opa, Onkel, Tante, Leute? So. Schauen wir mal, ob der KS die Spitze angreifen kann. Der Troppi ist auf jeden Fall auch schon unterwegs aus seiner Outlap und will auch hier nochmal ein Zeichen setzen. So. Eieiei, Leute, ihr habt da aber auch wirklich ein paar ich mach meine Reifen warm Spielchen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, das sind ja alles absolute Vollprofis. So, und da geht's los. Was fehlt ihm denn auf die Pole? Oh, das sind schon 7 Zehntel. Ja, da muss er einiges finden. Das wird nicht so einfach. Aber schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, ob der das hinbekommt. Sektor 2. Oh, gut gefangen aber noch. Gut gefangen noch. Schauen wir mal, ob das Zeit gekostet hat, beziehungsweise wie viel Zeit das gekostet hat. Oder ob er da auf Verbesserung unterwegs ist noch. Ah, die hat er abgebrochen, ja, aber na, das reicht aber nicht, um noch eine zu fahren. Das mal definitiv nicht. Dann schauen wir doch mal, wo es bei. Ah, Troppi, der Troppi, 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 Troppi. Ist jetzt im ersten Sektor nur knapp 3. 3 Hundertstel, die er gefunden hat. Aber, oh, jetzt sind wir schon bei 1,5 Zehntel. Ob er damit die Spitze angreifen kann, da wird es enger. Da braucht er 6 Zehntel. Braucht er 6 Zehntel. Ob er die gefunden hat, fast, fast. Aber das reicht nicht, um vorne anzugreifen. Dann schauen wir doch mal, ob Lanzinho hier, der WM-Führende aktuell in der Division, ob er den Timo noch angreifen kann. Was fehlt? Ein Zehntel, ne? Ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ah, da muss er jetzt aber dann im dritten Sektor, muss er dann ordentlich was finden.
Weil der Timo ist auf jeden Fall auf der Verbesserung unterwegs. Ah, nee, der bricht seine Zeit ab. Der Timo hat sie wohl auch abgebrochen. Was gehen wir hier? Sport hier noch? Kommt da was? Oh ja, das wird eine Verbesserung nochmal. Kann sich aber nicht entscheidend verbessern. Hier haben wir nochmal einen Dreher und dann, ja, würde ich sagen, das war's dann mit dem Quali. Ja, da holt sich dann Timo die Pole. Die erste Startreihe komplettiert Lanzinho. Und auf der 3 Troppi. Der RLO Primus im Gesamten. Da schauen wir nochmal, ob er hier wieder nach vorne fahren kann und sich den Rennsieg holt. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Ja, das war's mit dem Quali. Ich werde dann nochmal ein kleines Päuschen machen bis zum Rennstart und werde mich dann wieder melden.
So, und da geht's schon los mit der Einführungsrunde. Und dann schauen wir doch mal, wie das Rennen hier ausgehen wird. Bis jetzt. Dann wird es wohl kein Regen geben, würde ich mal davon ausgehen jetzt aktuell. Bei diesen ausgewählten Reifen der Herren. Ja, Leute, wie gesagt, unsere 8.577 Zuschauer, seht es mir nach, ich bin alleine, ich bin etwas unvorbereitet und auch zugegebenermaßen etwas unmotiviert. Deswegen ist das Film so ein bisschen ruhiger, ein bisschen langweiliger. Aber ich werde, schauen wir mal, ob das Rennen genug Spannung bietet, so dass wir, oh ja, da gibt es doch schon wieder einen Bug, das sehe ich doch schon wieder. Wenn da jetzt schon wieder einer durchballert, wer ist das denn? Das ist wohl irgendein hier. Ja, Prophet, oder? Nee, beziehungsweise sein Teamkollege, glaube ich, ist es. Das kann sich nur noch um Stunden handeln, natürlich, logischerweise. Da ist er doch. Ja. Das ist wieder der altbekannte Bug, wo dieser Alpha Tauri triggert jetzt schon. Ja, danke schön, Laura. Danke schön, Laura. Ja, es ist ja nicht so, als wär's mein erstes Rennen, das ich alleine kommentiere. Ja, ich hätte aber gerade tatsächlich mehr Lust, etwas Call of Duty oder FIFA oder was auch immer zu spielen. Aber gehen wir schon hin. Ja, die Frage ist jetzt halt, wie das hier aussieht mit diesem Bug. Ob der jetzt mit. Ja, nee, das ist ja Wahnsinn. Was ist denn? Hä? Ja, immerhin. Jetzt haben wir es ja wohl dann doch geschafft, irgendwie. Oder auch nicht. Oder. Ja, schauen wir mal. Ja, das ist der Case. Das ist leider Gottes so dumm, wie es sich jetzt anhört. Aber ich glaube, der muss tatsächlich ja raus aus der Lobby. Ja. Das ist mit dem Mo ganz ruhig bleiben. Neue Lobby. Das werden wir dann sehen, ob Pete das tut. Aber im Endeffekt, ja, das ist Chaos. Der hat einfach Probleme mit der Verbindung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Bug erst dann behoben wird, wenn derjenige, der das Problem hat, aus der Lobby rausgeht. So, weil an sich die Lobby ist nicht gecrashed. Das ist einfach nur er, der das Problem einfach jetzt beibehält, anstatt rauszugehen. Ja, eben.
Ja, dann, so wie das wohl aussieht, dann gibt es hier wohl doch eine neue Lobby. Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, dann gehen wir hier doch mal wieder zurück ins Hauptmenü. Ja, das geht ja gut los. Das geht super los. Ja, das ist ja schön. Aber es ist ja prinzipiell, wie gesagt, nochmal, geht's ja nicht darum. Jetzt dürft ihr mir jetzt zugucken, wie ich ein paar Runden Japan fahre, bis die Einladung kommt, bis die Lobby gebaut ist. Da könnt ihr mir jetzt schön zuschauen. Das ist doch Wahnsinn, was hier abgeht. Aber so, die Einladung müssen wir noch nicht gleich annehmen, weil der muss ja die Lobby sowieso erst bauen. Deswegen, jetzt könnt ihr mir ein bisschen zuschauen, wie ich Japan fahre. Schauen wir doch mal, ob das was gibt. Ruhig mal in den Chat reinhauen. Dann, wenn die Lobby gebaut ist, dann werde ich sofort wieder. Sofort wieder in die Lobby mit reinkommen. Aber jetzt werden wir mal eine Runde Japan fahren. Schauen wir mal. Ja, übelst geiler Content, gell? Sei mal ehrlich. Hier ist wenigstens Spannung jetzt noch drin. Hoppala! Das war jetzt aber nicht so toll. Ist ja klar, ich meine, ich bin in der Lobby jetzt rumzuhängen, bis die fertig gebaut ist, macht ja auch nicht viel Sinn. Mal abgesehen davon, dass wir ja die ganzen Pappenheimer kennen und es wahrscheinlich ewig dauert, bis da alle in der Lobby drin sind und bis er dann die Lobby auch fertig bauen kann. Deswegen. Fahren wir doch mal ein paar Runden in Japan. Die nächste Strecke in unserem RLO-Kalender. Mal gucken, ob ich hier meine Bestzeit verbessern kann. Aber sieht jetzt aktuell wieder nicht so aus. Eieieiei, das ist nicht gut. Das ist doch nicht gut. Wie sieht's aus, Laura? Hast du ein paar Tipps, was ich besser machen kann? Es kam noch eine Einladung, ich glaube, jetzt muss ich reingehen. Wie, du fährst nicht mit? Deswegen kannst du doch trotzdem Tipps geben, Laura. Was soll denn das? Ja, ich bin unterwegs, ich bin sofort da. Sofort, sofort, sofort. Die warten, glaube ich, auf dich. Vor allem glaube ich ja, denn so, als würdest du neben dem Spotty sitzen. So Leute, ist doch kein Thema. Ich bin doch sofort hier. Schau doch mal.
geht doch alles fix. Da bin ich ja wirklich fasziniert, wie schnell ihr das hinbekommen habt, da die Lobby auch zu bauen. Ja, siehst du mal, niemand wartet hier auf mich. Wir sind ja noch nicht mal ganz fertig mit dem Lobbybauen. Ja, wo ist denn jetzt mein zweiter? Ja, so ist es doch immer schön, wenn ich hier meine Dinge aus dem Controller aus. Ah, da ist es doch. Da ist es doch. Ja, siehst du, da hätte ich noch ein paar Runden Japan drehen können. Nee, nee. Nix. Da heißt es, die warten auf dich. Ja. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu glauben. Wer fehlt denn da? Wer ist denn da jetzt schon wieder raus aus der Lobby? Schauen wir mal, was für ein Fahrer frei ist, dann wissen wir, wer aus der Lobby hier raus ist. Ah, dann ist die Person jetzt. Ah, ne, doch nicht. Wer fehlt denn? Ah, hier. Ferrari. Wer war denn im Ferrari gehockt eben? Laura, das geht so nicht weiter mit dir. Das geht so nicht weiter mit dir. Das ist. Nee. Oh, jetzt ist noch jemand aus der Lobby raus. Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Mensch. Was ist das hier? Ein McLaren noch. Ich glaube, das war. Es ist, wenn hier gleich bis zum Lobbystart, ne, nicht alle anwesend sind, dann schnapp ich mir auch noch ein Auto von den Freien und kommentiere hier aus dem Cockpit. So, weil so geht es hier nämlich nicht. Ja, es macht immer Sinn, neu zu starten, wenn ich schon in der Lobby bin. Aber hey Leute, genauso habe ich es mir gewünscht, dass es alles noch schön lange dauert. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, meine Freunde. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ja, wie gesagt, ich schnapp mir hier gleich ein Cockpit und dann können wir loslegen. Ist kein Thema. Das ist ja absolut nichts Problem für mich. Ja, das ist ja schön für den Martin, dass er jetzt in ein Cockpit steigen kann und fahren kann. Wunderbar. Es geht nicht um die Gelegenheit, es geht um das Kommentieren. Es gibt viele Dinge, auf die ich jetzt Lust hätte, anstatt zu kommentieren. Aber gut.
Ja, super. Und dann fällt mir auch noch ein, dass ich noch auch noch was vergessen habe. Ja, super geil. Können ja auch mal rüber in die Party gehen und mal den Liga-Leiter selbst raushauen lassen, was hier Problem ist. Es ist ja aber auch Respekt an Martin, wie schnell er das hinkriegt, hier in die Lobby zu knallen. Ihr seid ja das ist eine Riesennummer. Aber das ist ja, das Problem liegt ja daran, wenn man den Lobbybaumeister nicht als Lobbyhost hat, dann läuft sowas grundsätzlich schief. Aber hey, weißt du, was wir jetzt machen? Ach ja, Wahnsinn. Es ist ja echt. Hopp, Martin, wähl ein Auto aus. Ist ja nur noch eins frei. So viel Auswahlmöglichkeit gibt es hier gar nicht mehr. Halleluja. Werde ich mich jetzt mal, bis es hier losgeht, begnügen mit lustigen TikTok-Videos. Hat er gesagt, er braucht Mitarbeiter neue. Den habe ich geschickt, Kumpel von mir, MMA Matthäus. Ist nicht so gut gelaufen, weil Klaus hatte die nächsten 2 Tage frei. Ach du Kaka, hast du gesehen? Da hat ihn richtig auf die Fresse gehauen, Matthäus. Oh nein. Was tun wir? Ja, warte. Aus. Warum? Wo war denn drauf? So, wo Grina hat er geschickt, guck doch mal hier. Ja, ich hab dir gleich gesagt, guck hier nicht länger als 3 Sekunden. Das ist Matthäus, der ist verrückt. MMA Matthäus, da sind viel drin. Was ist mit den 500 Euro? Ja, nicht vor der Kamera, mach mal weg. Mach mal weg. Es geht doch gar nicht darum, selbst wenn du mir hilfst beim Kommentieren, ändert das ja nichts an meiner Motivation. Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Manche Menschen kommen auf Videoideen, ne? Das ist der Wahnsinn.
athlete has made more money in their career, Shaq or Kobe? Shaq, Kobe. Shaq made $286 million, Kobe made $300. The greatest dribbler in NBA history is Kobe. For my generation, what I'm saying, because I ain't really guarded Allen Iverson. You can see it on YouTube. You can see the way he moves. You can be like, man, you know what? But you don't know unless you're under the barrel, okay? Kawhi, you versus PG, who's going to win? Yeah. You tell me that people thought that you actually were the Weeknd. Can I tell you, this is one of the strangest experiences. Oh nee, es ist jetzt hier. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf. Jetzt vibriert hier tatsächlich, wie das letzte Mal bei Benny Akira, mein Controller. Wir sind jetzt hier auch gestartet ohne Einführungsrunde. Jetzt vibriert halt mein schwuler Controller, ich raste aus. Das mache ich nicht mit. Ich muss den anderen anschließen wieder. Mal gucken, ob es dann weg ist. Hoffentlich. Wir sind gleich wieder. Sofort sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Ich hoffe, hier vibriert jetzt nichts. Ja doch, das ist ja geil. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Und wir haben einen Safety Car, weil der Prophet ging direkt DNF. Ja. Gut. Sorry, Leute. Ich bin absolut heute nicht fürs Kommentieren gemacht. Jetzt geht. Wieso vibriert denn mein Scheiß-Controller? Ich werde jetzt raste aus. Ach, das ist doch hier. Kacke ist es doch. Schauen wir doch mal auf die Reifen. Wir haben bis Platz 5 weiß, dann Sport hier auf Rot. Relativ durchgemischt. Dann schauen wir doch mal, wo es hier. Positionsveränderungen. Was haben wir denn hier aktuell? Mario mit 6 gewonnenen Plätzen. Ich muss mir was zu essen machen. Ich habe Hunger. Ich muss diesen Controller mitnehmen, weil der hier am Vibrieren ist, bevor der mir hier irgendwo runterspringt. Das ist ja der Wahnsinn. Ach ja. Na, schauen wir doch mal. Was gibt's hier denn zu essen? Ein Hühnerfrikassee. Das ist doch auch mal was Feines. Ja, wer hat denn dem Prophet Strike so übel mitgespielt, dass der arme Kerl direkt DNF ist? Finde ich nicht nett, meine Freunde, finde ich gar nicht nett. Es geht auch absolut besser. Aber er wird sich davon erholen und stärker zurückkehren. Gehe ich mal stark davon aus. Rainer, aka die Maschine.
AKA Mietzes Knecht. Naja, was sehen wir denn? Ja, das wird wohl noch ein Ründchen fahren, das Safety Car. Frech, ja, Laura, so bin ich. Immer böse. Immer böse unterwegs. So, gehen wir davon aus. Aber wer fährt denn da noch hinten? Der Lemo. So, wie sieht es denn aus mit dem Safety Car? Der Bernd, will er denn jetzt endlich reinfahren? Ich gehe mal, ja, jawohl. Na, dann geht das Rennen gleich hier weiter. Hoffen wir mal, dass es nicht direkt wieder ein DNF gibt. Aber, guter Start von den ersten drei vorne. Ach Gott, ist diese Vibration nervig. Diese Vibration ist tatsächlich echt etwas... Ja, naja, müssen wir durch, ne? Kann man nichts dran ändern. Wir müssen das Beste daraus machen. So. Da sind wir hier. Da sind wir. Also an der Spitze. Ja, der Liga Primus, der Droppy, der versucht hier natürlich direkt wieder irgendwie zu zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Und versucht sich die Pole gleich zu holen von den Abständen her. Bis Platz 5 haben wir einen Train, der Vico, der ist leider nicht mehr in DRS, aber das ist ja noch ist es ausgeschaltet. Oh, wir haben gelb. Und da ist das nächste Safety Car. Atze Cavallo. Ja, das kann ja munter werden. Da haben wir dann den Sporty in der Box. Das war fast abzusehen, dass da die roten Reifen direkt gewechselt werden. Es drückt ihn jetzt aber natürlich leider fast bis ganz ans Ende des Feldes.
Oh, in der Zwischenzeit wird mein Essen fertig. Das ist ja dann auch mal der Wahnsinn. So. Also, eins können wir mit Gewissheit mal sagen, Leute. Der Stream hier heute Abend, der geht auf jeden Fall nicht in die Geschichte ein als einer der Top 5 Streams der LO. Aber ja. So. Jetzt machen wir hier erstmal noch das Essen fertig und essen das dann. Und vielleicht hat ja bis dahin das Rennen ein bisschen an Fahrt aufgenommen, an Spannung gewonnen und vor allem kein Safety Car mehr gehabt. Das wäre ja mal wünschenswert. Vor allem fürs Tempo des Rennens. Weil sonst, ja, sehe ich auf einer Strecke, auf der das grundsätzlich auch gar nicht so einfach ist zu überholen. Noch weniger Möglichkeit zum Überholen. Aber wir wären ja nicht die RLO. Wenn wir es nicht hinkriegen würden, auch so ein Rennen aufs gewisse Renntempo zu knallen. Kein Problem, Panna. Das ist doch gar kein Problem. Weil eins wissen wir ja mal alle, was der Matti kann, ist Scheiße labern. So, wie sieht es aus? Das Feld ist zusammen. Aber, na gut, diese Runde müssen wir noch überstehen. Und dann geht es wieder zurück auf Renntempo. Das ist, wer ist das? Saul Goodman, ah ja, den kennen wir doch, Saul Goodman. Nee, nee, das ist nicht Liga 1. Liga 1 ist gestern gefahren. Freitagsabends fährt The Division aus der RLO. Das sind größtenteils Fahrer aus unserer ehemaligen Partnerliga, die sich leider aufgelöst hat, die wir aufgenommen haben. Und übergangsweise diese Season fahren sie als eigene Liga bei uns in der RLO. Und ab nächster Season wird alles ein bisschen neu aufgemischt und eingeteilt. Und dann fahren wir ab nächster Season mit 4 Ligen. Aber das ist nicht Liga 1, nein. Da fahren nur viele Leute aus Liga 1, 2 und 3 mit, eben um das Fahrerfeld aufzufüllen, damit auch die Jungs jede Woche ihr Rennen haben können mit einem vollen Fahrerfeld. Deswegen siehst du da den Troppi mitfahren. Oder den Vico, Sporty, wie sie alle heißen. So. Troppi hat hier ganz stark aufgepasst beim Restart. Aber ziemlich alle eigentlich. Bleibt alles eng beisammen. Schauen wir mal, ob wir dieses Mal DRS bekommen. Oh, Droppe. Oh. Er ist da schon ganz hart am Fighten. Und versucht da Lanzini zu attackieren.
Ich denke mal, es gibt einfachere Dinge als als Troppi hinter sich zu lassen. Aber macht er gut bisher, Lanzinho. Unser WM-Führender in der Division. So, bis wohin? Da hinten. Bei King Spox, da musste schon etwas abreißen. Er musste schon etwas abreißen lassen auf Sporty. Aber der hat ja auch einen Affenzahn drauf, unser Sporty. Das wissen wir. Oh, wen hat es da weggedreht? Das hatten wir doch jetzt fast drauf. Das ist Lemo. Aber am Flügel sehe ich jetzt zumindest mal keinen Schaden. Ach Gott. Hallo. Mick, was tust du? Ich wollte fragen, ob ich gerne mit dir mitkommentieren könnte. Wenn du dich früher dafür entschieden hättest, dass du anscheinend wohl doch nicht mitfährst, dann hättest du auch übertragen können. Dann müsste ich das jetzt nicht machen. Alles gut, ich wäre auch gern mitgefahren, aber ich schicke dir mal ein Video, was passiert ist. Nee, du brauchst mir jetzt kein Video schicken und auch nicht später. Was soll ich mir das angucken? Macht doch gar keinen Sinn. WLAN ging einfach nicht. Ja, aber im Endeffekt, ich werde jetzt nicht Nein sagen, aber im Endeffekt musst du es nicht machen. Alles gut. Achso, kommentierst du gar nicht? Doch. Mal abgesehen davon, das ist ja Schwachsinn. Jetzt. Weil du einfach, egal wo, was du dir anguckst, du hast viel zu spät die Bilder. Da kannst du gar nicht wirklich mit kommentieren. Das verwirrt mich dann auch nur. Deswegen, ja. Beim nächsten Mal. Trotzdem Dankeschön. Ja, alles gut. Ich bin mir alle Fassung im Vodafone rein. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao. So. McLaren auf die 1. Achso, ja. Gut. Ganz so abwegig ist das nicht. Ein Troppi. Muss ich aber mal wieder. Oh, ein Lemo geht hier vorbei. Was ist denn mit King Basti? Und Peter Bryan. Gab es da einen. Gab es da einen Flügelschaden? Das ist doch, aber ja, da ist auch ein Flügelschaden. Ja, muss ja wohl, weil so früh. Also Troppi und Lanzinho, die bieten sich hier ein heißes Duell. DRS ist auch aktiviert mittlerweile. Der Timo, der hat jetzt etwas abreißen lassen. Und ich sag jetzt einfach mal, um dagegen zu gehen, Williams auf die 1, gefällt mir besser. Aber schauen wir uns natürlich mal an, was die zwei hier vorne machen. Und ob der Troppi gleich den Lanzinho schnappen kann oder nicht. Da wird es jetzt nämlich, glaube ich, auf der nächsten DRS geraden. Wird es hier spannend. Da gehen wir nochmal ins Cockpit. Gehen wir doch mal aufs Cockpit. So. Und der ist. Oh ja, aber das ist ein guter Exit von Lanzinho. Das wird nix. Ja, da ist Lanzinho noch gut unterwegs mit seinem ERS, glaube ich. Das ist jetzt die Frage. Einblenden werde ich es hier jetzt nicht, aber schauen wir mal, wie lange er sich da noch verteidigen kann. Wie gesagt, ich glaube auch ohne DRS ist das schon schwierig genug gegen Troppi. Am Hühnerfrikassee schmeckt übrigens weltüberragend. Falls das jemand wissen wollte. McLaren auf 1 und 2. Ah, hier. Dextro meinst du noch, ja?
war das? Ja, das ist wieder in der Box aufgegeben, oder? Ja, weil. Aber seine KI fährt trotzdem weiter. Das ist natürlich nicht so schön. Da ist sie. Die steht jetzt dann doch an der Seite und wird rausgenommen. So. Die zwei hier, wo sind wir? Oh ja, jetzt jetzt kommt es wieder drauf an. Jetzt schauen wir mal. Ah, aber wieder gut genommen. Diesmal, oh ja, diesmal wird es reichen. Gehen wir mal davon aus. Sehr stark. Oh ja, guter Fight, guter Fight. Ihr seid an Zeit. Stark, stark von Lanzinho auch verteidigt. Sehr, sehr gut. Aber geil gefahren von beiden, dass da nichts passiert. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr starkes Racing. Respekt. Danke, Matti. Ja, gar kein Problem. Sehr gerne. Also, jetzt auch nicht so, als wäre jetzt hier hinten, wären hinten die Abstände so kurz im. Aber von dem Duell hier kann ich auf jeden Fall leider nicht runtergehen erstmal. Weil das ist stark. Stark von beiden wirklich. Das Racing. Hier. Alles ist überall. Das kommt bei mir von Tag zu Tag, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Morgen steht auf dem Speiseplan erstmal ein Auswärtssieg für den FCK bei St. Pauli. So. Also wirklich auch Wahnsinn. Oh, Timo, der hat 6 Plätze verloren. War der jetzt in der Box oder? Ich was verpasst, der ist jetzt in der Box. Da gab es aber wohl einen Flügelschaden, ne? Gehen wir mal gestalten, denke ich. Werden wir mal gleich sehen, ob dann Flügel gewechselt wird. Gucken wir doch mal. Oh ja, da ist ein Flügel. Ah, das ist ärgerlich natürlich. Auf der Pole gestartet. Aber ich muss wieder hier hin. Das ist ja. Oh, wir haben wieder das Safety Car. Da ist auch jemand in der Box, der Chaos Team. Oder eine Kingsbox. Kingsbox ist in der Box. Aber nochmal, also Hut ab, wirklich sehr, sehr starkes Duell von den beiden hier. So, in der Zwischenzeit können wir mal die Positionsveränderungen angucken. Ja, reicht das für einen Angriff? Na, bitte. Na, diesmal nicht. So, wir haben das im Prinzip momentan. Der Gewinner ist Mayo. Mayo mit 12 Plätzen gewonnen. Dextro hat 9 gewonnen. Unser Martin Blasing ist auch mal wieder mit von der Partie und hat jetzt 10 Plätze gewonnen. Sehr stark. Schauen wir doch mal. Die Reifen. Ja, ist jetzt halt von den ganzen Flügel, von den ganzen hier Flügelschaden, von den ganzen Stops wegen den Flügelschäden, ist das dann schon ein bisschen durchgemixt. So, aber die weißen Reifen, die haben alle noch mindestens 5, 6 ja, Runden, die sie gehen können. Aber stark hier, die beiden, das Duell ist wirklich, wirklich überragend gut. Sehr, sehr spannend. Dahinter Biko und Chaos, das ist auch mit Dextro im Schlepptau auch spannend, was die drei da machen. Wie viele Zuschauer haben wir denn? 13. Na. 13, jetzt schauen wir mal, was hier, also diese Vibration von dem Controller, ne, das ist ja auch wirklich sehr clever, dass der vibriert, wenn ich nur zugucke, aber gut. Aber gut. So, ich bin jetzt auch mal gespannt, was das mit den Reifen auf sich hat. Die Frage ist halt,
Also beim Testrennen bei mir, ich bin alles nur weiß gefahren. Bei den gelben weiß ich jetzt halt auch nicht, wie du da wechseln musst oder solltest vielleicht. Schwierig. Aber die Rundenzeiten von Troppi und Lanzino, die lassen auch nach, auf jeden Fall. Gut, hat auch mit dem Zweikampf an sich zu tun, logischerweise, klar. Aber Boxenstopp-Runde ist, glaube ich, 17 für die Weißen angesetzt. Offen ist das Fenster bis 23. Ja, aber hier geht es jede Runde hin und her. Also ist stark, stark von den beiden. Wirklich sehr, sehr gut. Und Timo setzt inzwischen die schnellste Rundenzeit mit seinen frischen gelben Reifen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wann es hier losgeht. Müsste jetzt auf jeden Fall auch bald kommen, demnächst. Sporty inzwischen, der nach seinem Boxenstopp relativ weit hinten war, der arbeitet sich jetzt auch wieder gut nach vorne. Jetzt hat er auch freie Fahrt und den besten Reifen, würde ich jetzt mal sagen, aktuell noch in der Gruppe so, also so um Platz 1 bis 10, sage ich jetzt mal. Er kann da mit freier Fahrt jetzt bestimmt auch noch mal ein bisschen was aufholen. Ja, und da schauen wir jetzt, bin ich mal gespannt. Ja, der ist, wollte es gerade sagen, da versucht der Troppi jetzt einen Undercut, da bin ich jetzt mal gespannt. Ob und wie Lanzinho da reagiert, es kommt halt auch alles darauf. Oh, das sind sie jetzt dann. Ah, das ist ja, das hat ja gerade noch geklappt. Die Frage ist jetzt halt, Troppi, wo er rauskommt und wie schnell er seine Outlap fahren kann. Wenn denn direkt der Konter von Lanzinho kommt. Ballern! Ballern in der Box, ehrlich? Ja, wo? Oh ja, hier, oh, ach, ja, das ist ja natürlich, ach, Troppi, Mensch. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht mitbekommen. Dennoch, Troppi traue ich tatsächlich zu, dass er die 5 Sekunden auch rausfährt. Aber bin ich jetzt mal gespannt, ob Lanzinho hier gut wegkommt. Und Troppi hat halt, ja, virtuelle Sicherung. Das ist halt, wo ist denn da wieder was passiert? Ich kriege ja gar nichts mit. Ich bin komplett lost. So, ja, aber die Frage ist jetzt, wie gesagt, wie lange dieses virtuelle Safety Car ist. Wer von den beiden besser mit dem Delta spielen kann, vor allem. Und ob, wie gesagt, auch der Konter jetzt direkt kommt. Von, ja, muss ja im Endeffekt, ne? Gerade jetzt mit dem virtuellen Safety Car, das müssen wir vielleicht ein bisschen ausnutzen. Ja, dann glaube ich natürlich, dass da Troppi nicht vorbeikommt. 5 Sekunden, ballern! Wieder. Ja, wird sich nett ausgehen. Das ist natürlich mit dem virtuellen Safety Car genau zum falschen Moment gekommen. Aber das nutzt natürlich Troppi jetzt auch, um die 5 Sekunden abzusitzen. Na, jetzt schauen wir mal hier, ob der Liga Primus, der Troppi, ob der da irgendwie von dieser Platzierung jetzt nochmal ein bisschen was aufholen kann. Ich mal gespannt, was für einen Reifen er da jetzt nimmt noch. Ja, nochmal einen gelben, logischerweise eigentlich auch Schwachsinn, dass ich da überhaupt überlegt habe. Aber aktuell sieht es mit McLaren auf die 1 nicht wirklich so aus. So. Jetzt schauen wir nochmal auf die Reifen. Der Sporty war, oh ja, für den Sporty war die ganze Nummer relativ gut. Jetzt wieder einen frischen gelben. Kann damit auch durchfahren, logischerweise.
Nee, virtuelles. Ach, es ist ein richtiges, Tatsache, stimmt, ja, jetzt sehe ich es auch erst, logisch. Ja, hätte mir auch auffallen können, dass das so ewig dauert, das Virtuelle. Ja, wie dumm. Ja, du kennst es ja, ne? Bestes Spiel. Bestes Spiel EU West, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich, ja. Also bin ich jetzt mal gespannt. Bin halt auch, tatsächlich finde ich es sehr, sehr interessant hier. Duell, Platz 10 und 11, der Martin und der Troppi. Pete O'Brien, es kann ja wieder nur Pech gewesen sein, alles, warum der hier nur auf 14 steht. Ja, es fällt ziemlich weit auseinandergezogen. Das heißt, es wird so seine Runden drehen, das Safety Car noch. Oh, da steht doch schon wieder ein. Das ist doch. Bin ich jetzt. Ach so, nee, das sah nur. Das war auch wieder nur eine optische Täuschung vom Spiel. Naja. Wir werden es sehen, wie es weitergeht. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ah, jetzt steht richtige Safety Car da. Siehst du mal, Patrick. Ich glaube, das Spiel, das war jetzt verbuggt, dass es so lange VSC angezeigt hat, bis bei allen das Delta verschwunden ist. Das wäre so die einzige Erklärung, die ich dafür hätte. Aber gut, was soll's? Kingsbox ist DNF gegangen. Ja. Ja, das ist mir alles nicht aufgefallen. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig. On point heute, muss ich sagen. Aber gut. Das ist Matti, ne? Wie er leibt und lebt. Ja, heute haben wir schon ein bisschen was gehabt, bisschen an Content hier bei uns auf dem RLO-Kanal. Wir hatten erst das Quali, dann hatten wir einen Lobby-Bug, dann haben wir die Lobby neu gestartet. In der Zwischenzeit, in der Wartezeit, habe ich ein, zwei Runden Japan gefahren, beziehungsweise die Laura Lescora hat mich zu früh zurückgelockt in die Lobby. Sonst hätte ich ja noch ein paar fahren können, so lange wie das gedauert hat. So, und jetzt sind wir schon beim dritten Safety Car, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ja, wir warten auf Marexon. Der Marexon, er muss hier noch ans Feld ranfahren. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt wird Bernd, denke ich. Ja, sorry. Ja, gibt's, ja, du. Sag mal lieber am Sporti, dass er mal mindestens auf 3 vorfahren soll. Die Pfeife. So. Was machen wir hier? Guck mal hier, die ganzen Jungs, die Leute, die haben alle jetzt zu so viel schreiben können. Ihr könnt ja mal sagen, wie das Endpodest aussehen wird. So, Patrick F1, Panna Skills, Justin. Könnt doch mal rausknallen jetzt. Gebt mal eine Prognose ab. Der Gewinner bekommt von mir. Ja, ein feuchter Händedruck. So. Können wir uns langsam schon mal bereit machen auf den Restart, weil ich denke, der Bernd, der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Will jetzt auch mal wieder ein bisschen was trinken, sich mal auf Toilette oder so begeben und mal wieder ein bisschen Päuschen machen. Auch wenn ich ihn natürlich weiterhin gerne als Führenden sehen würde, weil dem Bernd, dem würde ich es auch mal wünschen, jetzt, dass er endlich mal ein Rennen gewinnt,
so viele Führungsrunden, wie er in der RLO sammelt, Woche für Woche. Aber ja, schauen wir mal. So, dann schauen wir noch mal, was hier unser Lanzarino macht beim Restart und ob die das alle, schauen wir doch mal bei Vico, gehen wir doch mal ins Cockpit und schauen mal, wie das abläuft. Ui. Oh, da ist schon der Restart. Ja, was heißt clever gestartet von Lanzarino. Vico hat gepennt. Vico, Mensch. So, aber Chaos war ganz gut dran, glaube ich. Ja, das ist okay. Aber DRS haben wir dann auch erst in den nächsten ein, zwei Runden. Deswegen. Ja, bin ich mal gespannt, ob die dem. Oh, da hinten beim spannenden Duell. Ich glaube, wir können mal da nach hinten in die Mitte vom Feld gehen. Ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant, hier im Troppi zuzuschauen, wie der dann durchs Feld pflügt. Ungespannt, ob er den Lanzini noch einfangen kann. In 12 Runden, habe ich richtig gerechnet? 12? Oh, stark. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich glaube, ich muss mal zum Troppi nach Hause fahren, muss ihm mal seinen Controller klauen. Weil ich glaube, das ist ein Special Controller. So wie der hier fährt mit dem Controller. Schon seit Wochen, Monaten. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Da ist auch irgendwie kein Kraut gewachsen. Egal wer da alles kommt, die schnappt er sich alle. Der nächste ist Sub-Zero. Vorne inzwischen, da bleiben so die Abstände relativ gleich. Bis es jetzt dann auch gleich wieder zum DRS geht. So. Was haben wir denn hier noch? Schauen wir mal hier. Der Spotty. Da sind die Abstände zu weit. Hier hinten ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Der Martin. Der Blackie. S-Black. Mr. Black, S-Black. Ja. Etwas die Spannung raus aktuell, außer. Oh, Peter O'Brien. Eieieiei. Mensch, achtet doch auf die Track Limits. Ja, viel Spannendes ist da jetzt nicht so dabei unbedingt. Außer natürlich, wie gesagt, Troppi, der hier relativ. Berührung, aber beide noch heile davon gekommen. Das passt. So, dann würde ich mal sagen, jetzt ist auch das DRS gleich aktiviert. Aber auf den ersten 5, 6 Plätzen sind da die Abstände alle zu weit, als dass man da irgendwas an Angriffen sehen könnte. So. Es hilft halt natürlich dem Troppi jetzt, ne, dass hier alle da vorne alle nicht im DRS sind, dass er da jetzt vielleicht aufholen kann. Natürlich nur, wenn Mario. Oh, und da gab es wohl einen Flügelschaden bei Mr. S-Black. Alle zusammen, Mario, auf geht's. Oh, da haben wir einen Fan von Mario. Ja, da bist du ja jetzt richtig gekommen. Da haben wir ja den Mario, der ballert hier dem Troppi hinterher. Aber es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Aber schauen wir mal. So. Inzwischen, oh, der Chaos ist langsam wieder im DRS-Fenster von Mr. Lanzarino. Ja, ansonsten sind da die Abstände hier hinten vielleicht. Schauen wir mal, Basti. Ja,
Kann der da dranbleiben am Pidi? Zumindest ist er auch mal im DRS-Fenster. Das ist ein kleiner Train. Von 9 bis 13. Und die dahinter. Ja, ein bisschen abgeschlagen, aber halt leider Gottes halt viel Boxenstops. Oh, und der Sport hier ist im DRS-Fenster von Dextro. Ja, und ich denke mal, er würde gut daran tun, wenn er jetzt so schnell wie möglich an dem auch vorbeikommt, weil von hinten kommt natürlich auch schon der Troppi wieder geschossen. Es ist, ja, Division. Sie liefert uns auf jeden Fall ein spannendes Rennen ab. Und sind wir doch mal gespannt. Sind wir doch mal gespannt, wie das am Ende ausgeht. Na, hier haben wir immer noch bei vom Team. Oh, ist der noch wieder in die Box? Ja, gab es die falschen Reifen, ne? Vermute ich mal. Nee. Oder ach ja, da wurde der Flügel vermutlich nicht gewechselt. Das ist halt natürlich auch. Schauen wir mal auf die Strafen. Ach, ja, oder? Oder gab es die 5 Sekunden erst jetzt? Ja, das ist natürlich. Oh, und haben wir jetzt wieder ein Safety Car? Aktuell nicht. Na, das wurde schnell behoben. Da haben die Streckenposten mit bloßer Manneskraft das Ding von der Strecke gehoben. Deswegen haben wir kein Safety Car. Aber hier wird es, glaube ich, gleich relativ spannend. Das wird gleich. Na, schauen wir mal, ob Troppi da jetzt gleich ist. Er denn ist jetzt auch im DAS von Sporty, der in der Zwischenzeit aber auch an Dextro nicht vorbeikommt. Die drei vorne ziehen so einsam ihre Runden. Sind auch alle relativ weit voneinander entfernt. Na, dann schauen wir doch mal. In der Zwischenzeit trage ich hier schon mal ein bisschen was ein. Dann brauche ich nachher nicht mehr so viel zu machen. Es ist schon mal. So. Na gut. Ja. DNF. DNF, DNF. Das machen wir so. 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 Ja, also ist jetzt die Frage. Ja, Sporty muss halt hier am Dextro vorbei, weil der Trophy, der drückt halt schon gut von hinten, ne? Aber ja, wir werden gleich sehen, was hier so passiert. So. Lemon. So, ah ja, gut, das habe ich jetzt unkommentiert gelassen, aber ihr habt es gesehen. Sporty ist dann jetzt vorbei, Troppi ist wahrscheinlich direkt mit vorbeigezogen und jetzt sind wir mal auf das Duell gespannt. Die Laura kann uns ja schon mal berichten, inwieweit Sporty da am Zittern ist, dass der Troppi ihm im DRS-Fenster hängt. Ja, so coldes Eis wie der Sporty ist, vermutlich überhaupt nicht. Aber ja, da werden wir doch bestimmt gleich sehen.
Er ist im Fokus. Er ist, ja, klar ist er. Das ist, ja, das ist ja, der Kerl ist ja auch kaltes Eis. Das ist ja nichts für den. Oh, ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und da kann er ja nicht mal in die Box rein, weil dann wäre es falsch gefahren. Eieieiei. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ist aber auch schwierig. Schwierig, diese Stelle. Die letzte Kurve. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So. Oh, da hinten. Oh, da hat sich Mayo in die Wand gedreht. Da ist auch ein Ticken am Flügel ab, auf jeden Fall. Eieieiei. Jetzt geht es aber nochmal zur Sache. Schauen wir mal, wie alt sind denn die Reifen bei den Leuten? Hier, die Reifen. 9 Runden, 9. Ja. Das ist halt Sub-Zero. Sub-Zero könnte da. Ja, gut. Zumindest mal den Leuten hinter sich einen Ticken voraus haben, ob der da jetzt ein Troppi. Ja, ob der da jetzt am Trophy vorbeikommt, werden wir sehen. Aber wo hat er denn auch einen Fahrfehler gehabt? Oder wo sind denn jetzt plötzlich die 13 Sekunden her auf Vico? Eieiei. Naja, schauen wir nochmal. Dieses Duell jetzt. BRWT Jonas mit Strafen hier, okay. Im Kampf mit Pete O'Brien, Schwiegermamas Liebling. So. Oh, und da haben wir ein DNF. Ach so, war das jetzt. Na, dann war das wohl in der Box. Oder? Bin ich jetzt falsch? Nee, nee, doch. Jetzt, aber. Ist ja aber auch dann ärgerlich, wenn der da jetzt ja einfach in der Box. Weil da fährt nämlich jetzt die KI auch schon wieder raus. Das ist nämlich auch sehr, sehr ärgerlich. Aber gut. Gut. Schauen wir wieder auf das Duell, beziehungsweise ja, jetzt sind wir da ja in einem Vierer DRS-Train. Oh, der Choppy, der hat ja, der muss. Irgendwas kann da nicht, irgendwas stimmt da nicht, weil der verliert ja massig an Zeit auf Vico. Oh ja, Leute, aufpassen. Ah, da bleibt der Piet ein bisschen in der Wand hängen. Nutznießer von der ganzen Nummer ist dann der BRWT Jonas gewesen. Ist jetzt ein bisschen, aber der Troppi, der muss ja, ich sehe jetzt zumindest mal nichts am Flügel, aber irgendwas ist da nicht ganz richtig, weil das ist ja, der verliert ja massig Zeit, es ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich heftig, ja. Das waren ja eben noch 13 Sekunden und jetzt sind wir schon bei 18. So. Ja, da ist ja auch schwierig, schwierig sich zu wehren für den. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das. Hoppala, ja, das ist ja. Das sieht man ja hier unten an dem Werkzeug. Da muss irgendwas kaputt sein. Wohl am Flügel irgendwas, aber was genau ist jetzt die Frage? Also Unterboden oder so dürfte es normal nicht sein. Das ist ja auch alles bei uns so ausgestellt, dass das kaputt gehen kann. Da muss ja am Flügel vorne sein. Das sieht man dann halt nur nicht. Und Lanzinho, der dreht einsam seine Runden. Wir wollen es nicht beschreien, aber wenn er das so weiterfährt, wird er das wohl nach Hause fahren. Da ist er safe genug eigentlich. So. Ach so, ja, ich beglückwünsche auf jeden Fall jeden aktuell zu einem Punkt. Ja.
Jeden, der noch auf der Strecke ist, bekommt einen Punkt. Wir sind nämlich nur noch 14 Fahrer. Ja, aber am spannendsten ist dieser Train hier, wobei der Mr. Sub-Zero da schon zwei, dreimal sein Auto hat fangen müssen. Wie sieht das mit den Reifen hier aus? Oh, gab es da eine Berührung? Ei, das sah stark nach einer Berührung aus. Und Droppi ist auch DNF. Ja, ich glaube, da hat der Jonas hat den Droppi von hinten etwas angeschoben. Ist da nicht, hat er nicht darauf geachtet, dass er da ein bisschen mehr Abstand lässt. Wo steht er auch? Bisschen eklig, na, das sieht man jetzt hier nicht. Ah, naja, geht. Da ist genug Platz, ist auch schon weg, also auch kein Safety Car. Wir sind ja auch schon kurz vorm Schluss. Aber wollen wir keine Schuld irgendwem zuschieben. Sah auf jeden Fall relativ unglücklich aus, was da. Oh, eieiei. Langsam, Jungs. Ihr müsst schon drauf achten, wie die Leute vor euch bremsen. Ne, das ist gefährlich. So, wie sieht es hier aus? Mal kurz. Könnte auch nochmal spannend werden, auf jeden Fall. Schauen wir mal die Positionsveränderungen. Also, klarer Gewinner aktuell. BRWT Jonas, aber der verliert ja momentan noch einen Platz durch die Zeitstrafe. Das heißt, zwischen ihm und Mayo würde sich der Fahrer des Tages dann entscheiden. Ja, und vorne, es sieht wohl so danach aus, als wäre das Podest safe. Jetzt schauen wir mal, ob, da geht am Liga Primus, Liga 3 Primus geht spielend leicht hier Basti vorbei. Haben wir noch, ja, so. Basti ja auch schon mit 6 gewonnenen Positionen von 12 auf 6, auch sehr, sehr stark. So. Haben wir hier noch Dextro an Pete O'Brien dran. Da sind die Strafe 3 Sekunden. Ah, alle mit neuen geschnuppelten Reifen. Na, schauen wir doch mal, an wen hier die schnellste Rennrunde geht. Starkes Rennen von Basti. Wird vielleicht nach dem ganzen, nach den ganzen Rennen, die er bisher gefahren hat, die Saison, mal so ein bisschen, bisschen moralisch Aufschub geben, dass er da jetzt so ein gutes Rennen da hinlegen konnte in der Division. Aber das schauen wir doch mal, ob der Brainhunter, der Liga 3 Primus, ob der den noch einfangen kann oder nicht. Da sind wir doch mal gespannt. Von der Qualität auf jeden Fall. Aber so ein King Basti muss man auch erstmal einfangen. Ne? Einfacher gesagt als getan. Ja, und hier auch. Sieht fast danach aus, als wäre hier so ziemlich alles relativ in trockenen Tüchern. Vorne, dann ziehen wir noch mal ein bisschen Zeit verloren, aber ich gehe mal davon aus, dass da einfach ein bisschen ja, Safety First gilt. Ich schalte mir jetzt gleich noch mal drauf. Ehre, wem Ehre gebührt, wenn er durchs Ziel fährt. Die Reifen. Ja. Sub-Zero hat da eigentlich, denke ich mal, den besseren Reifen. Jonas, der blinkt auch schon. Und hier, ja, hier sollte eigentlich, na,
ist die Frage. Also die Weißen müssten theoretisch etwas besser gehen als die Gelben, aber ich bin ja auch nur ein Laie, ne? So. Also, ja, das verteidigt hier der Jonas schon ganz gut, würde ich sagen. Oh, der Peter hat jetzt aber auch ein paar Strafen, ne? Ah, gut, okay, nur 6 Sekunden bis jetzt, aber ja, der Jonas verteidigt das schon sehr, sehr gut. Aber wir sind jetzt hier auch gleich bei der Zieldurchfahrt. Dann machen wir es, wie wir es immer tun. Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich sagen. Unser Lanzinho, der gute WM-Führende, baut seine Führung in der WM-Führung, in der WM aus. In der Division. Souverän. Sehr, sehr geil und hart gefightet mit Droppi, der leider DNF gegangen ist. Und da wohl auch Probleme mit seinem Flügel an sich hatte. Dann haben wir auf 2 Chaos, auf 3 Vico, auf 4, das wird wohl Sub-Zero sein, wegen der Zeitstrafe von Jonas. Dann. So. Sub-Zero auf 4, sehr, sehr stark. Jonas 5. Basti mit einem sehr starken 6. Platz. Brainhunter 7. Marekson 8. Dann haben wir Dextro 9. Pete, ja, der wird auf 10 bleiben. Da ist Mayo zu weit weg. 11 Mayo, 12 Sporty und 13 Mr. Blazing. Unser S-Black. Jetzt schauen wir noch mal, ob die Leute daran denken, dass es hier auch Interviews gibt. Weil unseren hauseigenen Ikea-Schrank Vico, den würde ich ja schon gern mal hören im Interview. Das ist BRWT Jonas. So, dann schaue ich doch direkt mal hier. Jetzt schauen wir uns mal das. Ah ja. Ein Brasilianer, Lanzinho, ich meine, ist ja klar, ne? Das ist ja eine ganz logische Sache. Ja, ein wildes Rennen geht zu Ende. Hier nochmal das Klassement. Die DNFs waren ärgerliche Droppi, ich meine, klar, gut, das 75%, wie es bei uns in der Liga gilt, der kriegt da auch auf jeden Fall noch ein Pünktchen, ne? Wenn ich es richtig sehe. So, jetzt schaue ich als allererstes mal, ob ich hier, wie heißt der Chaos, ob er hier drin ist. Ansonsten Vico und Lanzinho müssten in der Party drin sein. Aber schauen wir noch mal kurz. Suchen wir ihn doch mal. Der Chaos. Oh ja. Hier, schau mal. Unser hauseigene Ikea-Schrank ist schon mal hier. Guten Abend. Guten Abend. So, warte, ich muss jetzt. Mir geht's soweit gut. Außer, dass ich unvorbereitet hat mich das getroffen mit dem. Kommentieren, aber ja. Ja, warum? Ich hab dann 15 Runden Safety-Car kommentieren ist ja nicht so schwer. Ja, logisch, klar, aber ich hab das auch kurz vor knapp, ich hab eigentlich gar nicht wirklich Schluss gehabt, aber ich hab dann kurz vor knapp, habe ich dann Basti und Sporty, habe ich gesagt, aber natürlich, bevor es ausfällt, mache ich es dann natürlich, logischerweise. Dann schon mal ein großes Dank von mir. Gar kein Problem an sich. Die Frage ist jetzt nur, ob die zwei, warte mal kurz, Lanzinho, aber die wissen es ja normalerweise. Wenn nicht, machen wir es, wenn die es nicht wissen.
dann machen wir es im Endeffekt einfach nur mit dir, das Interview, und der Rest hat dann halt Pech gehabt. Ne? Ewig lange war man, aber Lanzino, der ist gar nicht hier drin. Guck mal, da muss ich ihn erstmal einladen noch. Der war doch schon Podium, Lanzino. Ja, mit Sicherheit, aber das ist ja, ich gehe mal davon aus, dass die dann, kennst es ja, manche Leute hier tun ja oftmals ihre ganzen Gruppen aufräumen und gehen dann aus manchen raus. Schau doch mal, der Lanzino ist auch hier. Der Case ist auf jeden Fall. Der Case ist auf jeden Fall eingeladen. Der Key ist, der müsste kommen, der war gerade mit mir im Party. Hat er gesagt, er kommt, ja? Ja, ja. So, Lanzino ist Mercedes, ne? Alles, ja. Dann würde ich mal sagen, also ich habe ihn auf jeden Fall eingeladen, dann weiß er, dass er kommen muss. Dann wird er wohl auch gleich kommen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Was sagen wir mal zu diesem chaotischen Rennen? Wir wissen nur so viel. Ich habe für Content gesorgt. Ich habe dann zwischenzeitlich ein paar Runden Zeit vor Japan gefahren, als wir gewartet haben auf die Lobby. Aber ja, Nico, erzähl doch mal. Wo bist du gestartet nochmal jetzt? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Auf 5, glaube ich. Auf 5. Ja, erzähl doch mal, wie hast du das Rennen gesehen? War ein bisschen chaotisch auf jeden Fall. Ja, es war ähnlich wie gestern ein bisschen. So, Quali-Zeit war ähnlich wie gestern, Startposition auch. Gestern war 4, heute 5. So, und dann ging es eigentlich noch 5 Runden, 5 Kurven, Safety Car. So. Da ist in den ersten Kurven der Prophet gleich im DNF gegangen, ja. Ja, muss man mir fast Danke sagen. Einführungsrunde war ja aus. Hat man halt dann ab der ersten Runde Einführungsrunde gehabt, selbst. Stimmt, ja, stimmt. Da ging es gleich los, da wurde gleich losgeballert. Da war ich auch ein bisschen überrascht von. Ja, dann war wieder Safety Car. Dann war, glaube ich, Safety Car. Dann kam irgendwie noch ein Safety Car. Ja, genau. Ja, es war ja für euch drei da vorne, war es ja relativ entspannt zum Ende hin, sag ich es mal so. Ja, ja. Tom ist dann einmal in die Box gefahren, als kein Safety Car da war, so eine Runde zuvor. Oder genau in dem Moment, und ist dann relativ weit nach hinten gefallen. Dann habe ich gesehen, so 7 Sekunden, da ist jetzt ein Sporty vorbei, und auf einmal zack. Die Zeit hochgegangen, haben wir schon gedacht, irgendwie einen Unfall gehabt oder so. Ich habe es leider nicht gesehen, also man hat es nicht gesehen, ob der Troppi, also der Sporti hat sich rausgedreht, so. Und dann war der Troppi hinter dir, aber der hat ja auch massig Zeit auf dich verloren. Der muss einen Flügelschaden oder was gehabt haben, und dann ist der auch abgeflogen. Will jetzt niemandem die Schuld geben, aber es sah schon nach einem Kontakt aus, unglücklicherweise. Ja, ich habe nur gesehen, auf einmal plus 5 Sekunden mehr. Und dann immer mehr, dachte ich, okay. So, und den letzten Safety Car Reset habe ich ein bisschen verschlafen. Bin dann gleich eine Sekunde hinter Kies gefallen und bin dann auch nicht mehr ins DRS gekommen. Das haben wir gesehen, ja, da war ich bei dir im Cockpit mit bei sogar. Ja, und dann, wo ich dann nach hinten gesehen habe, so viel Luft, war es einfach nur noch entspannt nach Hause fahren. So, Kies und ich haben vor dem Rennen schon gesagt, wenn wir Doppelpodium mitnehmen, mega zufrieden. Brennert auch noch auf 7 bei so einer starken Konkurrenz. Mega. Also, definitiv. Bei Brain Hunter, ja, da kann man ja sagen, der bestätigt einfach nur das, was er sowieso schon macht in Liga 3 die ganze Zeit. Ja, Glückwunsch. Und auch noch Glückwunsch an Kies und Lanzinho. Und Lanzinho bestätigt auch, dass er bei uns ist ganz mega langsam. Ja, ein bisschen langsam. Wenn er noch ein bisschen am Pace gewinnt, dann passt schon. Also, nee, ja, Glückwunsch an dich auf jeden Fall, Vico. Souverän hinten raus. Kies, ja, jetzt habe ich auch mal gehört, wie man das richtig ausspricht. Erzähl mal, egal. Du, hast du deine Chance noch gesehen, an den Lanzino ranzukommen? Oder hast du einfach nur gedacht, ich muss vor dem Ikea-Schrank abhauen, damit er mich nicht noch holt? Ich habe schon gewusst, dass ich habe gar keine Chance. So, ich habe versucht zu bleiben in der RS, aber nein, gar keine Chance. So. Und ja, ist immer so pro Runde 2-3 Zehntel schneller. So, kannst du nichts machen. Ich habe alles rausgedruckt, aber geht gar nichts mehr. Ja, so, ich habe ein bisschen von gestern gelernt, so welche Fehler, und Vico hat mir geholfen mit Setup. So, danke an Vico. So.
Das kann er auf Aber jeden ich Fall, bin. ja, das stimmt. Und ja, GG Allen 10 Jahre ist zu schnell. Ja. Ich kann nur gucken von hinten. Schon Aber gespoilert. dafür, dass du da noch Hilfe brauchst, muss man sagen, ist es von der Pace schon sehr, sehr gut. Also da muss man erstmal mithalten. So. Ich kann nur fahren. Gar nichts anderes. Städter Nein. bauen, da geht gar Hey, nichts. aber auch das kann nicht jeder, sagen wir es mal so. Ja. Auf jeden Fall auch dir Glückwunsch, Souverän. Ja, und dann würde ich mal sagen, der Rennsieger verdient, Lanzinho. Ja, schöner. Ja, Glückwunsch erstmal für den Sieg, Vielen Dank. fürs Ausbauen in der WM-Führung. Und auch Glückwunsch zu dem geilen Duell mit Troppi am Anfang. Das war schon, wie ihr da auch teilweise Side by Side gefahren seid und alles, ohne dass da ein Unfall gab. Das war schon verdammt gut erzählt. Wie hast du das gesehen? Ja, also erstmal GG ans Podium. Wirklich auch eine super Pace von euch. Ihr könnt da wirklich stolz auf euch sein. Habt da super gemacht. Ja, die ersten 10 Runden war ja wirklich eigentlich nur Safety Car. Ich glaube, die ersten 8, 9 Runden. Ja, dann hatte ich das ein bisschen gelegt und dann konnte ich mit Troppi von Timo ein bisschen wegfahren. Ich glaube, 1, 2 Sekunden. Und dann haben wir uns vorne, ja, ein mega cooles Duell gehabt. GG hat Troppi, hat mega Spaß gemacht. Er wollte mich dann undercutten, glaube ich, in Runde 14 oder so. Ja, genau, das glaube das ich, das auch. Ich habe da auch spannend Ja. darauf geguckt, ob du da direkt den Konter setzt, aber das hat sich ja dann relativ erübrigt wegen dem Safety Car, was mir ewig lange als virtuelle Safety Car sogar angezeigt wurde. Ja, war es auch, war es auch. Ja, ich wäre auf jeden Fall noch vielleicht 2, 3 Runden länger draußen geblieben, weil die Mediums, die wären dann am Ende nochmal deutlich besser gewesen als die von Troppi. Aber sein Rennen war ja dann eh durch die 5 Sekunden Strafe eh gelaufen. Ja. Ja, und dann konnte ich das am Ende dann vorne verwalten eigentlich. Also die ersten paar Runden, da musste ich ein bisschen kämpfen, dass ich da aus dem DRS komme, aber am Ja, als du Ende. dann irgendwann die 4 Sekunden hattest am Vorsprung, dann waren Ja. es irgendwann nur noch 3, aber da habe ich dann auch Ja, im Stream ich habe gesagt, das da. wird wohl eher einfach Safety First sein, damit das Ding heimgefahren wird. Da kann man dann ruhig mal ein bisschen was verlieren. Ja, das Ding ist, ich bin, glaube ich, 18 Runden mit 2 Fahrerwarnungen rumgefahren. Also ich durfte mir da wirklich nichts mehr leisten. Und ich war ja nur 3 Sekunden aus dem Fenster raus, ne? Also wenn ich da ein bisschen mehr riskiert hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch noch eine Strafe geworden. Aber am Ende habe ich das dann doch verwaltet. So, ja, und du warst jetzt vor Dextro sowieso schon, wie viel sind es? 29 Punkte vorne dran. Der ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wo er gelandet ist, ob er DNF gegangen ist. Ich bin mir da nicht sicher, aber nicht so weit vorne. Da hast du jetzt auch auf jeden Fall nochmal einen Riesensprung gemacht Richtung Weltmeisterschaft in Division. Ja, Respekt dafür. Glückwunsch an euch drei. Glückwunsch an alle, die durchgekommen sind. Das ist ja auch immer ein gut bunt gemischtes Feld. Schade für Atze und Prophet, dass sie da so schnell DNF gegangen sind. Ja, aber war dann hinten raus auch für mich, der eigentlich keine große Lust hatte zu kommentieren, relativ spannend und gut mit anzuschauen. Deswegen Glückwunsch an euch. Und dann würde ich sagen, Leute, nächste Woche geht's nach Japan. Am Dienstag werdet ihr uns wieder sehen mit Liga 2. Bis dahin, schönes Wochenende und ciao, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut. Und